Colombo and Airport, ladies and gentlemen. We landed on time. Thank you for being our guest this morning. And we hope to welcome you soon and run a wonderful flight. Schnell! Dieser hält den ganzen Betrieb auf. Dieses waren hier nur 600 Leute hinter dir. Ich starte tatsächlich den Vlog dann ohne Maske. Der Vlog ist doch schon längst gestartet, Lise-Marie, schief nach. Ist der schon gestartet? Der ist, wir sind jetzt schon live drauf tatsächlich, ja. Wir warten jetzt noch ganz, ganz kurz auf unsere Koffer und dann erzählen wir euch ein bisschen mehr, was wir denn genau machen. Denn es startet wieder eine ganz, ganz spannende Reise. Und es euch vielleicht schon denkt. So geil, dass wir so ein ekelhaftes Geheimnis drum machen, obwohl es so offensichtlich ist. Könnte eventuell sein, dass wir mit einem Gefährt jetzt abgeholt werden von einem großen Mann. Nein, er holt uns nicht mit dem Camper. Doch, hat er gesagt, ja. So ein Bullshit. Ich war fest davon überzeugt, dass Tim uns jetzt schon mit dem Wohnmobil abholen kommt. Nein, wer hat das denn gesagt? Also, ich in meinem Kopf habe ich es mir gesagt. Ja, ich glaube, der müsste schon da sein eigentlich. Jo! Hallo! Oh Gott, ein Ratten, Alter! Ich hab ihn lange nicht mehr gesehen! Wo stehst du denn, Alter? Ganz am Arsch der Welt, da vorne, hinten das Ruder, oder? Hast du uns nicht mit dem Camp abgeholt? Nein. Ich bin so naiv gewesen, weil ich dachte, du holst uns jetzt bestimmt schon jetzt gleich mit dem Camp ab. Und dann rennt keiner von Lisa so. Tim wird bestimmt nicht im Flughafen mit dem riesen Camper rein. Und ich so. Ich hab erst gedacht, so, ja komm, machst du es oder so. Hab ich gedacht, komm. Voll der Film. Alter, habt ihr es gesehen? Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Ja, hast du nicht angeguckt? Nee. Oh mein Gott. Tausendmal krasser als letztes Jahr. Das ist so ein kleines Boot, ist das? Wie so ein kleines Schiff. Oh Mann. Geil. So, jetzt fahren wir erstmal ab. Oh, und Wunderlampe, ey. Tim, wo hast du denn geparkt, Alter? Arsch, und jetzt sag mal, Habi Hobo. Ey, ohne Scheiß, der Camper, ne? Den wir dieses Jahr haben. Das ist absolut Next Level Overkill. Soll ich es euch beschreiben oder wollt ihr es gleich selber erfahren? Erfahret, erlebet. Ich hätte gern, dass du uns ein bisschen anteaserst, was also, uns bevorsteht. Aber nicht zu viel. Die Schlafsituation. Schon viel zu viel verraten. Ich sage nur so viel: Die Sitze müssen nicht mehr umgedreht werden. Der Gang ist doppelt so groß. Das Klo spült sich von allein, Alter. Wir haben einen Bidet. Ein Bidet? Ein Bidet, David? Aber du musst leider selber alleine im 2-Meter-Mann-Schlüppern Alibert schlafen. Alkoven! Alkoven heißt wer das. Wer Anna schläft mit Alibert, wer ist denn das? Der kommt auch mit. Na toll, Alter. Okay. Ich hab Anna gerade Bescheid gesagt, dass wir am Weg sind. Oh yes. Ja. Klar warst du schon hier, oder? Nee, Lisa war noch nie im neuen Haus, ne? Was? Hallo! Oh Gott! Nein, niemals. Oh Gott, ein Jahr. Ich hab mich auch verpasst. Dich hab ich auch verpasst. Ich bin voll im Herzen. Ich will wieder gehen. Oh shit, Alter. Ich hab alles gelernt, frische Mund. Als der Herr. Große Lyrica mit deiner Muskelkraft. Donuts von Sportsing. Ja! Wir sind diesmal vorbereitet. Wir haben nämlich die hellste Taschenlampe der Welt. Alter, was ist das? Das ist kein Witz. Das ist dieser Scherz, oder? Und der Akku ist leer. Das ist super geil. Ja, nein. Wow. Naja, im Gegensatz zu letztes Jahr, wir hatten nicht mal eine Taschenlampe. Zumindest haben wir jetzt eine leere Taschenlampe. Seid ihr bereit, um den Camper anzugucken? Ja. Ich will sehen. Zeig. Sperrt uns das YouTube eigentlich? Wegen Sexualisierung. Wegen Sexualität. Wegen der Sexualisation, ey. Sexualität. Okay, seid ihr bereit? Nein. Herzlich willkommen für eurem Zuhause für die nächste Woche. Wow. Hier oben diesmal mit zumachen. Krass. Dann habt ihr hinten, guck mal eure Kajüten an. Wie ist das das geil. Süßeste? Oh wow. Hier mega. Vier feste Sitze. Ne? Das heißt, wir brauchen nie mehr irgendwie irgendwas ausklappen oder sowas, ne? Sondern wir können hier wirklich sitzen. Ne? Man kann während der Fahrt hier sitzen.
unendlich viel Platz in den ganzen Schränken. Ja, wir sind übrigens die Ersten, die in diesem Van fahren. Richtig. Was? Dann werden wir den mal ordentlich einweihen. Wir sind die Ersten und wir werden die Letzten. Ja, genau. Dafür werden wir sorgen. Das wird richtig. Scheiße wird das. Richtig scheiße. Also wir gehen jetzt erstmal shoppen. Ja. Und danach planen wir die Route, oder noch? Ja. Wir haben nämlich keinen einzigen Routenplan geplant. Also ja, planlos genau. Geht der Plan los. Ja, aber ein richtiger Oma-Spruch. Aber eine geile Oma. Von einer geilen Oma ist der Spruch. Ja, an diesem Moment klinke ich mich aus an diesem Gespräch. So, was ist der Plan? Ja, Plan. Was ist der Plan? Der Plan ist, dass wir erstmal uns fokussieren auf Frankreich. Genau. Unser erster Stopp ist im Endeffekt und die Nordküste? Doch. Ja. Nordkorea. Das liegt auch direkt neben Paris, oder? Soweit ich weiß, oder? In Frankreich habe ich so Sachen gefunden wie so eine Sanddüne, die halt mitten irgendwo in Frankreich ist. Dann habe ich, klar, Provence, ne? Super schöne Lavendelfelder und solche Sachen. Aber auch wirklich so Orte, wo du denkst so, hey, das ist in Frankreich. Aber okay. Wir müssen jetzt die genauen Spots nochmal besprechen. Ja. Genau. Und dann würden wir euch einfach morgen verraten, wo es hingeht. Das heißt, jetzt ist noch ein bisschen Planung am Start. Ja, letzte. Und ganze 0:25 Uhr. Ja, genau. Geil. Einen wundervollen guten Morgen. Oh, ich bin der Motorrad. Wenn ich den Kaffee höre, bin ich wach. Wir haben 8.32 Uhr. Die Mädels sind sich am Duschen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die machen sich schon fertig. Wer ist denn da von der Dusche aufgewacht? Hallo, guten Morgen. Lass jetzt ja nicht das Handtuch los. Anna, hast du noch zufällig was heraus? Anna, hast du noch zufällig was heraus? Verstehst du? Anna, ist die Luft rein? Hallo? Hast du was da draußen? Letzte Vorbereitungen. Ich kann nicht mehr. Ich nach Hause. Was ist denn das eigentlich, das Bass-Ding? Das ist eine Riesentasche. Oh. Die brauche ich, weißt du? Ja, die ist essentiell. Lass die sofort da. Nein, die wird. Ich mache hier noch meine Last Preparations. Dadurch, dass ich wahrscheinlich weiß, dass Lisbeth Marie wieder zu den Kaugummis hat. Extra mit. Wobei ich sagen muss, ist dieses Jahr echt gut prepared. Ja, die hat tatsächlich heute schon wieder zwei Powerbanks ausgepackt. Lisa, was machst du gerade? Meine zweite Powerbank aufladen. Wie viele Powerbanks hast du jetzt mit insgesamt? 4. Geil. Nee, ich habe das letzte Jahr gemerkt, ich muss mir immer klauen und dadurch war mein Handy eigentlich immer leer. Dann habe ich immer... Siago. Was hast du gerade gemacht? Ein Geschäft abgeschlossen. Ja. Ich habe meine Fußnägel geschnitten. Oh, wow. Das muss sein, Alter. Ich habe 2 Ziele auf der Ventur. Hier Koteletten wachsen lassen. Hier unten hin. Und ich will 10 Kilo abnehmen. 10 Kilo abnehmen. Was macht ihr gerade? Ich sehe Anna dabei zu, wie sie sich schminkt. Schon seit 3 Stunden. Ich gieße jetzt die Blumen. Macht ja sonst niemand. Jetzt fang nicht an, die zu gießen. Schatzi, weil du die scheiß Pflanzen ersäufst. Ja, Vorbereitung ist alles. Ich hab die 3 Monate nicht mehr gegossen hier oben. Spinnweben! Ich bin durch ein fettes Spinnweben gelaufen. Sie ist auf deine Hose! Ich hab hier wirklich was. Löst euch nicht mal das Schuhplatteln, was du gerade gemacht hast. Ja. Alles drin! Jawollig! Wo geht's jetzt hin als erstes? Erstmal einkaufen. Wir haben nämlich alle richtig Hunger. Und vor allen Dingen Timsy Boy hat Hunger und so können wir natürlich keinen Urlaub starten. Der reißt mir nicht gleich den Kopf auf. Wir haben eingekauft für 10 Personen. Das Coolste daran ist, wir haben super healthy eingekauft. Wir haben nur ein Schoko mit. Ein Schoko. Wir haben sehr, sehr viel Gemüse, sehr viel Obst, gesunde Snacks, so Reiswaffeln und sowas. Wo sind meine Energy Drinks? Oh, ich sehe ihn schon am Abend zu McDonald's fahren. Habt ihr wirklich einen grünen geholt? Ja, es gab, keinen weißen. Dann springt lieber gar keinen mit. Und wir sind jetzt on the road. Es geht nach Etretat. Etretat. Die sind in Frankreich. Wir haben uns entschieden, jetzt 6 Stunden zu fahren. Man könnte auch eine andere Route nehmen, aber wir wollen an der Küste fahren. Deswegen nehmen wir eine Stunde mehr. Eine Stunde mehr im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir an der Küste fahren, weißt du? Oh, dann würde ich sagen, let's wir fahren jetzt erstmal.
echt so ein kleines Örtchen und überall komplett alles voll mit Autos und Menschen. Das sieht aus wie hier auf dem Festival, auch die Leute überall, das ist schon krass. Spiel hier David Guetta! Ich frage mich das auch immer, ob wir immer annehmen, dass wir die Einzigen sind, dass da hier hin. Das stimmt allerdings leider, ja. So wird es auch oben aussehen, 100.000%ig. Da werden 100.000 Millionen Menschen sein. Wie viel nochmal genau? Also eigentlich ganz Deutschland. Ach du Scheiße. Sind das hier schon alles die Parkplätze für die Schlucht? Okay, Leute, das wird nichts. Das ist nicht erlaubt, Alter. Was ist das für ein scheiß Navi, Alter? Oh, kack ab, Alter. Hass. Hass funktioniert nicht. Grüßen müssen wir immer noch. Also, wir fahren jetzt gerade weg von dem Sport. Parkplätze gibt es nicht. Alles voll mit Autos, ist schon krass. Ja, guck mal, die parken alle schon hier hinten. Boah, wir haben die beste Zeit ausgesucht, Alter. Oh mein Gott. A bientôt. Was heißt das? Das heißt, verpiss dich, Alter. Wir haben jetzt gerade einen Campingplatz gefunden hier um die Ecke. Bonjour, do you speak English? A little English. A little English. Do you have a free space for our van? For when? Right now? Yes. Okay, we come over. Okay. Thank you. Moritz hat einen Campingplatz gefunden, der hier direkt in der Nähe ist. Und weil wir keinen Parkplatz finden, parken wir auf dem Campingplatz. Da werden wir dann auch heute Abend übernachten, weil wir brauchen sowieso Strom und Wasser. Und wir werden den ganzen Tag bei diesem Tagestrip jetzt unterwegs sein. Und ich glaube, dann haben wir heute Abend auch keine Lust mehr weiterzufahren. Deswegen ist das der perfekte Plan. Libre, das ist gut. Okay, dann fahren wir jetzt hier einfach mal rein. Hier, Empfang, Deutsch. Ihr könnt raus. Ja. Ich freue mich, du! Ich freue mich! Es ist ein toller Tag! Da schießt der richtige Omis hin am Platz. Wollt ihr hier jetzt trotzdem noch mal Mittagessen und dann gehen? Können wir machen. Was? Leute, was ist? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das bringt Glück! Interessante Arbeitsaufteilung, die Buben kochen da drin und die Frauen bauen währenddessen das Lager auf. So, das ist ein klassisches Beispiel in die Wildnis. Typische... Ah! So, was ist hier dran falsch, Mädels? Ist das stabil hier? Ja, noch nicht. Ist das stabil? Ist das ein stabiles Konstrukt? Schaut das aus wie ein stabiles Konstrukt, so, wenn man es mal anschaut, ja? Was fehlt bei so einer Konstruktion, ha? Ja. Oh, eine Verstrebung! Oh! Was macht man bei mal... Wenn man eine Verstrebung schaffen möchte, Habit. So, das nennt man, liebe Kinder, Transferwissen. Ich habe, obacht, ich habe diesen Tisch noch nie in meinem Leben gesehen. Und trotzdem gibt es hier eine wundervolle Funktionalität. Schau. Aber wenn du das alles so gut kannst, dann kannst du ja immer alles alleine machen. Das, weißt du? Würde ich auch vorschlagen. Nee, warte mal, schau mal, jetzt ich habe damit so lange beim Tisch rumgekackt, ich glaube, die Nudeln sind jetzt auch schon fertig. Und dann geht's zu wohin? Klippe. Zur Klippe. Wir wollten in diesen wunderschönen Garten gehen. Der Garten, ist der da vorne oder hier? Ich weiß es gerade nicht. Das ist so ein richtig schöner angelegter Garten mit so einem Labyrinth und so. Und den aber wollten wir uns anschauen. Vor, das ist eher da oben irgendwo. Und anstrengend. Da hat sie uns einmal die Sprache verschlagen. Da hinten ist dieser Garten. Ich bin echt mal gespannt, wie der aussieht. Der gehört übrigens zu einer der größten Gärten der Welt. Das hat Lisa gerade auf dem Schild gelesen. Schön sieht das jetzt schon aus. Wie so ein kleiner Märchenwald. Was passiert hier? Die geben so Töne ab. Ich hab voll Gänsehaut irgendwie, voll komisch. Was, die Dinger hier geben die Töne ab? Ja, hörst du das nicht? Den jungen Mann gibt's hier auch noch. So, Klappe, die vierte. Ich spreche jetzt hier in meinem Podcast-Mikrofon. Wir haben gerade gesungen. Hallo. Das ist so dumm. So, hier, komm mal mit, Leute. Ich zeige mal den Garten jetzt. Hallo, was ist das Ding? Ich mache jetzt ASMR. Hier ist der Garten. Hier ist ein Blatt. Das Blatt sieht ganz anders aus als das Blatt. Aber es ist im Endeffekt alles das Gleiche. Komm mit. Hier, psch, das ist ein ganz besonderes Blatt. Das haben sie erst letzte Woche reinbekommen. Und zwar nennt man das ein kleineres Blatt. Aber nicht so klein wie das hier. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ASMR mit Moritz Dörflinger. Wir haben uns gerade jetzt hier zur Rast hingesetzt. Tim ist müde. Anna will zu den Mondgesichtern. Und ich will einfach nur nach Hause. Und Lisa guckt TikTok.
Komm, ab zu den Mondgesichtern. Ja. Ihr Mondgesichter. Wir sind ja schon beim Mondgesicht. Bin ich einer von Ihnen? Wo gehen wir jetzt hin? Virikologen. Zur Höhle. Zur Höhle. Mal gucken, ob wir sie finden. Ja. Wieder so eine 50-50 Chance, ob wir einfach umsonst jetzt eine Stunde hochlaufen, dann natürlich auch die geile Aussicht genießen. Oder ob wir die geile Aussicht genießen, eine Stunde hochlaufen und die Höhle finden. Ja. Ja. Also es ist wieder das gleiche wie beim letzten Camper-Trip. Uns kommen alle entgegen. Wir sind die Einzigen, die hochgehen. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Leute, ja. Wo ist die Motivation? Wow. Obacht! Letztes Jahr waren wir ein bisschen fitter unterwegs. Ja, und dieses irgendwie. Jahr sind wir ein bisschen fitter unterwegs. Wir werden halt auch nicht jünger, ne? Das ist 28. Und Tim hier hin mit seinen 600 Jahren. Frischgeborene. Können wir ein Spiel spielen? Sehe was, was du nicht siehst, und das ist cool. Der Rasen. Mehr hier. Nein. Es war genau dieser Grashalm. Fuck, jetzt wissen wir es. Wow, also auch wenn wir die Höhle nicht mehr finden, ist das schon richtig krass. Wie fühlt sich das? So locker an. Wow. Aber ich glaube, hier ist nicht so wild, wenn du runterstürzt. Oh doch, ja, okay. Upsi. Sind locker. Ich würde mal sagen, mindestens 3 Meter, aber höchstens 500. In dem dann Rahmen. Liegst du gut im Rahmen. Auf welchem Höhenmeter befinden wir uns? Das ist das Ergebnis meiner Websuche. Okay, guck mal, wie hoch gehst du jetzt 100.com? Gleich nehmen. Wer beantwortet deine dummen Fragen? Nee. Diese Dinger haben wir früher in der Kindheit immer abgerissen und wenn du die abreißt, dann sind da verschiedene, also verschieden viele Fädchen dran und das soll angeblich bedeuten, wie viele Kinder man kriegt. Oh, Scheiße. Nein, den nehme ich nicht. 12 Dinge. Es sind 1, 2, 3, 4. Gratuliere, der Friedenspark in der Vater. Okay. Oh Gott. 1. Na, zwei. Zwei nicht klar. Moritz, du musst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, ich habe viel zu tun noch. Der Moritz jetzt auch keine Zeit mehr. Die wollen jetzt auch immer wieder heim. Nach Österreich. Leute, ey, das sieht aus wie ein Leichensack. Ja, der hat einen ganz schönen Kanisterkopf. Weiß nicht, ob wir es jetzt rausfinden sollen. Wir sollten lieber weiterlaufen. Und nicht so viel labern. Meine Arschbacken haben einen Motherload. Meine brennen auch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Der platzt gleich. Dann lass dich noch schnell nach vorne. Bitte nimm mich. Hope you wanna try to wanna find out a place in this world someday. Everything we've been through. What about us? No, I never meant to hurt you. What about me? So nein. Guck mal kurz, ob das hier unten ist. Da ist das doch, oder? Da. Oh Gott, was? Hier. Man kann hier hin. Ja. Crazy. Das ist krank. Alter, guck mal hier. Ich dachte gerade, man muss da vielleicht nach vorne runter. Aber man kann halt hier einfach halt echt. Achtung, ich komme, ich nehme alles mit! Nein! Oh wow! Alter, was? Kaltstand, guten Morgen! Warte mal, da liegen ohne. Es war so kalt. Ja, und jetzt erstmal waschen, würde ich sagen. Erstmal klarkommen. Jetzt sind wir mal hier vom Wellnessbereich zurückgekommen. Alles gut, geschlafen jetzt. Weißt du es nicht irgendwie? Irgendwie hasse ich das hier. Wie hasse ich das, Alter? Die Duschen sind eigentlich ganz okay, oder? Die sind echt super, die haben gut Druck. Da kann man sich einmal die oberste Hautschicht gleich entfernen. Soll ich dir einmal sagen, wie es das Wecker geht? Kling, 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 kling,
10 Minuten später. Das mal 325. Wenn man sage, um 8 aufstehe, warum klingelt dann ab 6 Uhr der Wecker in 5 Minuten? Ja. Ich hasse euch. Ich kann nicht mal reden in der Früh. Jetzt erstmal duschen. Und dann fahren wir zu Sankt Mont Sankt Michael. Sankt Michael. Zu seinem Schloss. Wie lange fahren wir denn hin? Also, dreieinhalb Stunden. Ich sagte, also. Los geht's. Wir gehen ins Frühstück holen, okay? Ich habe dich als extra mitgenommen zum Baguette holen, ja, mit deinen französischen Skills, damit du uns da durchboxen kannst, weil du keiner Englisch sprichst. Jetzt würde ich gerne wissen, was ist ein Satz, den du noch kannst, der einzige Satz auf Französisch? Okay. Ich brauche Konzentration. Ja. Oh la la, c'est un beau chance, c'est la tour aussi. Sehr gut, und was heißt das? Das bedeutet so viel wie, oh nein, das ist ein Stau auf der A6. Sehr gut, das hilft uns jetzt bestimmt weiter. Ja, ich probiere es mal. Hier vorne ist ne? Ja, das ist vielleicht das da vorne. Ich habe so viel Baguette, dass ich es schon wegschmeißen. Ja. Yeah. Wir haben de Baguette, si croissant und Brett. Hilfe! Geschafft! Wir haben ein Stress geholt! Yeah. Mit der Mahlzeit. Wo geht's jetzt dann als nächstes hin nach dem Frühstück? Es geht zu dem Schloss, was wir uns rausgeben können. Da gibt es so ein Schloss, das steht mitten im Nirgendwo anscheinend. Ich habe mal wieder mal wenig Erwartungen, sodass man dann eher überrascht wird. Wir zeigen es euch wahrscheinlich dann gleich. Ja, vermutlich. Vermutlich. Aber nur, wenn ihr brav seid. Alter Verwalter. Moment. Oh. Wow. So, Team, können wir los? Java! Was? If you feel like a room without a room. Wow! Es ist so windig. Und was sagt ihr? We got a Ninja Turtle. A Ninja Turtle. Geil. Geil. Sieht richtig geil also, aus. Was soll ich sagen? Das ist einfach ultra krass. Ich bin gespannt. Das sieht sehr schön aus. Jetzt muss sie uns noch von ihnen überzeugen. Von unserem zweiten Camper-Trip, den wir gerade machen, und zwar durch Frankreich. Wie gesagt, checkt alle aus, ansonsten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und kommentiert gerne ein paar Spots, die vielleicht im Süden von Frankreich liegen und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Oh yes, ja. Nächste Teile gibt es auf Annas, dann wieder auf Lisas und dann wieder auf Annas. Genau, vielleicht gibt es ja noch weitere Teile, weil wir länger unterwegs sind. Wer weiß. Mal gucken. Teil 12 kommt, 2049. Bis bald.